Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein, sag mal, Genre, eine Art und Weise von Spielen, die ich eigentlich nicht so feier. Es handelt sich hierbei um einen Horror-Thriller, denke mal mit Jumpscare-Teilen. Und hierbei geht es um, wie in der Beschreibung steht, um einen Adam, einen Krypto-Analytiker der CIA, der die Großstadt verlässt und mit seiner Frau Emma aus Land zieht. Seine Vorgesetzten befürchten, dass sie dort nicht in der Lage sein werden, ihn zu beschützen. Doch Adam sucht einen ruhigen Ort in den Wäldern, um sich auf die Entschlüsselung eines Militärcodes konzentrieren zu können. Seine Arbeit könnte den Verlauf des Kalten Krieges beeinflussen. Klingt ja schon mal sehr interessant. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, weil für diesen Preis von 1,47 € auf Instant Gaming habe ich einfach mal zugeschlagen. Bin ja Schwabe, ne? Sparemusch. Ha, dafür schaffe ich Häuslebauer. So, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zusehen. So. Jetzt mache ich mich erstmal ein wenig dunkler. Ah, nicht heller, dunkler. Ist ja immerhin ein Horrorspiel, nicht wahr? Auf Thriller oder so? Genug. So, boah. Ey, knarzende Tür. So. Gehen wir erstmal in die Einstellungen. Machen erstmal ein bisschen hier. Gesamtlautstärke ein bisschen runter. So. Einstellungen übernehmen. Jetzt, mal schauen, was auf mich zukommt. Schwierigkeitsgrad auswählen. Für Spieler, denen die Handlung am wichtigsten ist. Spieler, die eine gute Balance zu Rätseln und Action wünschen. Lässt sie für Spieler, die eine echte Herausforderung suchen. Bin mal Abenteuer. Bin offen für das Abenteuer. Mir nicht gleich in die Hose kacken. Oder so. Drücke eine beliebige Taste. Where am I? Why? God. Why? Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no. No, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? I am setting the front line. Ja, der hat wohl ein Problem mit dieser Frau gehabt, würde ich mal sagen. Eines. Eine Woche zuvor. President Carter had commented on the Russian threat that we I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who said?
Ich mal eben hier machen. Nicht? Hm? Weit drüben. Hä? Rumpf ich mich. Ja, vom Spiel gar nichts mit. It's for the rest of our lives. Es ist easy. Emma, we don't know the day. Was kann ich euch hingucken? Oh, oh. Very funny. Jetzt halte ich auch meine Klappe. Nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Well, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Oh, fängt ja schon mal stimmig an. So, wenden, wende die Maus, um dich umzubauen. Bewege dich mit WASD. Schauen wir uns mal um. Wir haben keine Beine. Aber wer braucht denn heutzutage auch schon? Oh hey, dafür, dass das Spiel von 2019 ist, ich finde es echt schick. Mal gespannt, ab wann die Schocker losgehen. Nicht hier aufmachen. Ah, Maustaste gedrückt lassen und dann zurückgehen. Kann ich nicht machen. Ich habe wohl keinen Schlüssel. Gespannt, ab wann es hier so richtig losgeht. Aber wir können auch rennen. Ah, mit der Shift-Taste können wir auch rennen. Also dafür, dass ich für das Spiel jetzt 1,47 Euro gezahlt habe, kann ich mich jetzt noch nicht beschweren. Auf jeden Fall ein schönes, abgelegenes Häuschen. Würde ich mir auch gönnen, mit entweder vielen starken Starlink-Satelliten auf dem Dach oder einer Glasfaser-Internetverbindung, weil sonst hier haben die, glaube ich, keinen Strom. Ach, werfen. Geworfen. Ach, yeah. Also man drückt und um dann stark zu werfen, hält man gedrückt. Ah. Kommen der Sache näher. Kippen. Braucht der hier? Winston. Reimt sich ein wenig auf Winston. Das Winston. Rauchen ist ungesund, das wissen wir alle. So, was muss ich hier jetzt machen? Muss ich vielleicht zu Emma? Emma wanted me to take the boxes inside. Amanda Krueger ist kein Albtraum, auch wenn es sich
leicht so anfühlt. Schwangerschaftsratgeber einer Frau mit Köpfchen. Bestseller des Jahres 1978 bereits. 500.000 Exemplare verkauft. Die amerikanische Bibel rund um das Thema Schwangerschaft von werdenden Müttern und Vätern gleichermaßen geliebt. Schicki. Weggeworfen, brauchen wir nicht. Hüsterchen. Emma, wo bist du? Ach, ruf das Loch. Okay, hier kommen wir nicht lang. Also müssen wir höchstwahrscheinlich hoch. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus vor und oder zurück, um Türen, Schubladen und Behälter zu öffnen bzw. zu schließen. Jawollo! Was haben wir hier? Hinter nichts. Müll. Ein Bild. Noch ein Bild. Oh, mon Dieu, ein Schnauzbart. Und weg mit ihm. Ah, okay. Fühlt sich auf jeden Fall echt nicht schlecht an, so mit diesem Maus gedrückt halten und dann ziehen. Ui. Ja. Bisschen Krach machen hier, das muss auch mal sein. Emma muss ja wissen, dass wir uns wohlfühlen in diesem wunderschönen Häuschen im Wald. Aber jetzt genug hier rumgeguckt. Was ist das hier? Eine Hakenstange. Eine Hakenstange, mit der die Luke zum Dachboden geöffnet werden kann. Nehmen wir. Aber hier ist doch da. Ja. Aber wollen wir vielleicht erstmal noch mal gucken, was hier ist. Das sieht aus wie mein zukünftiges Gaming-Zimmer. Ah, Emma will be pissed if I don't bring those boxes in from the porch. Hier steht nix. So. Ah, hier. Umzugsservice Simon & Söhne. Datum des Umzugs 22. August 1979. Name des Kunden wie im Vertrag Adam Stevenson. Abholadresse Boston, MA Windmill Street 7. Lieferadresse Blackstone 13 in H. November Hotel. Gesamtbetrag 670 US-Dollar. Allgemeine Übersicht der Leistungen. Transport von 8 bis 10 Kisten, ca. 15 Kilogramm je Kiste plus Möbel plus einige Utensilien an Heimwerkerbedarf für Renovierungsarbeiten, 270 Kilometer einfache Fahrt. Unterschrift des Kunden Adam Stevens, Unterschrift des Vertreters Daubney. Jo, da hat sich auch noch nicht lumpen lassen. Nehmen wir mit, kann man gebrauchen, bestimmt. Auch zu, also müssen wir höchstwahrscheinlich hier hoch. Rad, mach mal hier. Habe ich kein. Oh, jetzt fehlt mir der Schlüssel. Ich habe gar keinen Schlüssel. Oh, sacre bleu. Wo ist der Schlüssel? Hallo, Schlüssel, bist du da drin? Nein? Mensch, es geht noch. So, dann suchen wir halt mal den Schlüssel. Vielleicht hat sie den auch. Oh, Batterien. Können wir die mitnehmen? Oh. Wasserflaschen. Pfandflaschen. Oh, Pfandflaschen da. Da kommt der Schwabe aus mir. Die müssen wir abgeben.
sind 25 Cent, 50 Cent, 70 Cent, oh, 75. Das beim Einzug, 75 Cent, Leute, das ist Hammer. Da hat man die Festbaukosten gleich wieder drin. Was haben wir hier? Ist verschlossen. Es ist alles verschlossen, ja, Herrgott, Sakra. Emma, wo ist der scheiß Schlüssel? Emma! Oh, ein Wecker. Können wir hier was machen? Rumspiele? Ich? Hm. So, hier. Ich bin schon da, die Notiz. Adam, mein liebster Sohn. Dieses Haus ist seit vielen Jahrzehnten im Besitz unserer Familie. Einige Menschen nannten es sogar die Herberge des Stevensons. Als ich mit deinem Vater nach Boston dachten wir eigentlich, dass Großvater es verkaufen würde. So wie er es angekündigt. Das ist jedoch nie geschehen und er hat uns überraschenderweise in seinem Testament vermacht. Und nun wird es dir und deiner bezaubernden Frau als Zuhause dienen, in dem eure Kinder heranwachsen und ihr einfach euer Leben genießen könnt. Fernab der Wirren der heutigen Zeit, in der es so viele Gefahren gibt. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um sesshaft zu werden. Pass gut auf Emma auf. Wenn es meine schmerzenden Hüften zulässt, werden wir uns nächsten Monat einen Besuch abstatten. Werden wir euch. Deine Mutter. P.S. Dein Vater ist der Meinung, dass er derjenige sein sollte, der einen Namen für euren Sohn oder eure Tochter aussucht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß wirklich nicht, warum er darauf besteht. Vielleicht verspürt er durch sein Alter den Wunsch, eine Art Vermächtnis zu hinterlassen. Wie auch immer, bitte tu so, als wärst du überrascht, wenn er dich darauf anspricht. Was für ein toller Brief. Nehmen wir natürlich mit. So, wo ist der Hack? Blöde Schlüssel. Hier waren wir schon drin. Hier ist verschlossen. Hier muss doch irgendwo... Habe ich den Schlüssel vielleicht im Auto gelassen? Oder jetzt hier. Rücktab. Um Aufnahmen anzuhören. Mit dem Aufnahmegerät kann Adam Gespräche aufzeichnen und seine Gedanken zu aktuellen Ereignissen festhalten. Also, man könnte sagen, das ist das Twitch von früher. Ja, und nun? Gotta get those boxes inside. Ach so, ich muss die Kartons reinbringen. I should put the box on a table upstairs. Mach das Loch auf, ey. Emma hilft auch nicht, ne? Oben auf dem Tisch ablegen. Ja. The box is where it should be. Time geht's to paint the walls. I think there's some paint in the attic. You've gotta be kidding me. Fuck. Hello? The baby hears everything, even in the womb. So it will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Im Esszimmer. As if there was one drawer. Nichts. Nope, nothing in here. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Ah, typical. Im Kofferraum. Menschenskind. So, wie mache ich jetzt? Ach! Ein Knöpfchen! So, und nun? Ein Schlüssel! Woo!
Ja, wir kommen zum Dachboden. Ich bin's, der neue Eigentümer. Rotieren, um versteckte Botschaft zu. Nicht, wo ich hier eine versteckte Botschaft finden sollte, außer eine offensichtlich abgeneigte Frau und einem doch sehr aufdringlichen Mann. Ja. Oh, da! Da war was. Warum ist es jetzt wieder weg? Die Hand aufpasst. Frag mich, ob Großmutter oder jemand anderem gehört hat. Wir legen sie jetzt einfach mal zurück. Natürlich ganz vorsichtig, ne? Hoppla. Mal hier. Ein Englische. Ein Engel, er sieht aus, als ob er schläft. Doch er könnte genauso gut tot sein. Armer Kerl, das Leben hat es mit ihm gut gemeint. Wie lange er wohl hier gelegen hat? Wahrscheinlich schon ein ganzes Jahrhundert. Seine Beine sind abgebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart gegen etwas geschlagen haben. Moment mal. Ist das Blut oder Farbe? Vielleicht ist es auch einfach Dreck. Verdammte Scheiße. Was haben wir hier? Müll. Ganz viel Müll. Guter Stoff ist. Ups. So, da ist eine Tür, die ist auf jeden Fall sperrt. Stuhl, der uns fast darin gehindert hätte, ans Fenster zu gehen, weil der Stuhl natürlich äußerst schwer ist. Jetzt bin ich hier. Mach mal die Fenster noch auf. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ach so, ja, ich bin ja auch ein Trottel, das ist eine Leiter. So, jetzt. Hier hoch. Hänge fest. Komm her. Eine Axt. Nichts, was für uns vor. Was könnte jetzt die Brechstange gut sein? Können wir hier aus dem Fenster raus? Ah, nicht! Halt echt die Frage, was mache ich mit der Brechstange? Ah, hier ist noch was. Damn it! Na dann, what's that? Runterfalle. Sorry. Ein Brett. A loose plank. Someone's hidden something under the floor. Oh, mach auf. Mach auf das Ding. What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Nein, nein, nein. So. Geht's jetzt hier langsam mal los? Oh. I'd have to be a goddamn codebreaker. Wait, isn't that what I do for a living? See. Initialen von Julius Caesar, aber warum hat sie jemand als Gleichung geschrieben?
Das scheint mir auf jeden Fall ein Code. F. U. D. K. E. Mysteriös. Was können wir hier jetzt noch machen? So. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich von diesem einen Teil das F einstellen. Der Untersuchungsmodus erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen irgendwas zu tun, was ich jetzt nicht mehr lesen konnte, weil ich nicht gelesen habe. Oder war es Julius Caesar? Gott. Astrid? Ich hier jetzt auf das C. C wie Charlie. Und hier gehen wir auf J. Jo. Oder? This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Nee, warte mal, was ist da? If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be. Das ist J ist gleich C. M ist gleich F. C, M, F. Ich check das gerade nicht. Bin echt ein Hohl wie so ein gammelter Melonenkopf. J ist gleich. So. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find them all. Ach, jetzt. Das ist gleich C. M ist gleich F. A und P. MPO. Das ist. Ach, M ist gleich F. Haben wir jetzt gesagt. H. H. Ist es D? Nee, M ist gleich F. A ist gleich A. A ist gleich A. Shift. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be. Und M ist gleich F. Haben wir noch? Wir haben hier. M, A, E, O. Das ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, wie, muss ich mal gucken, wie viele Dinger brauchen wir hier? Wir brauchen 1, 2, O. Wir brauchen noch 4. Also M, H, P, O. Also das. M ist gleich ein F. Dann wird das ja auch ein F. Das ist ja auch ein F.
Oder hat es da gar kein F? Halt mal, ha. Machen wir hier erstmal das O, wenn es hier ein O gibt. Ich gibt's hier kein. Ich merk's gerade. Das Spiel zwingt mich jetzt schon in die Knie. First, I'll put the letter J over C, then I should be able to decipher the others. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Ja, Digga, also dann ist ja. Wenn J ist gleich C, dann ist das M ein F. Und das H ein A. Und das P ein I. Das O ein H. So, jetzt muss ich das. Ja. Oh. Dann das hier ein Hotel. Ist das hier ein India? Was es natürlich nicht gibt. Um das Rätsel zu überspringen, habe ich jetzt einfach mal R gedrückt. Also, weil sonst kommen wir hier gar nicht mit der Pötte. Da bin ich schwäbisch. Marmusch. Zeit haben wir nicht. Ich hoffe, dass die restlichen Rätsel nicht so werden, weil sonst habe ich echt reingekackt. Ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wohl passt. Wenn die Rätsel weiter so gehen, werden wir das nie erfahren. Warte immer noch auf die Jumpscares. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Ah, verdammt. Es kann gut sein, Kenny, dass ich das übersehen habe. Oder dass ich überhaupt was übersehen habe, weil. It is September 27th. Rätsel waren noch nie so meins. Aber danke für den Hinweis. Almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides. Writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Sind wir jetzt hier in der No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back, that's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. Sind wir jetzt, um das Tagebuch zu lesen. Ja, Nicolas notiert seine Gedanken sowie wichtige Informationen. Partner meines Vaters, George, hat sie meiner Mutter geschenkt, spielte ihm das total übel mit, als ich noch ein Kind war. Bekomme von ihrem Anblick immer noch eine Gänsehaut. Oh, dann weg damit. Sie. So, jetzt haben wir hier Kerzen angemacht. Was haben wir denn hier? Oh, ein Laternen. So, drücken wir mal F. Ey, so ist das. Alter, ist das geil. Guck mal. Das wackelt richtig mit. Sehr schön. Das ist toll. Das ist doch nice. So.
Was müssen wir jetzt tun? Und bewegt die Maus zurück um die Gegenstände. Ah, wir können auch die Sessel bewegen. Was ist das für ein Typ? Das ist ein bisschen creepy. Das ist ein Marder oder? Wir hätten doch hier einfach das Feuer anmachen. Ach, ich erzähle viel. Mein Vater und sein Partner, einige Tage vor der Eröffnung ihrer Geräte. Jacob Hyde und George Whitehead. 3. April 1849. Ist ein alter Teil, ne? Nehmen wir mit. Damit du. Ja, auch umziehen hier. Ja. Was geht denn hier? Es ist dunkel hier. I'll light the candles. Machen wir die Kerzen an, gell? Ja. Da hat wohl einer seine Stromrechnung nicht bezahlt. Upstairs. What the f- What could it be? Okay. Muss hier doch noch Dinge durchforsten. Vorvertrag über den Kauf eines Grundstücks. Zertifikat Nummer 12. Bla bla bla, hiermit wird bescheinigt, dass bla 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 gemäß den Bestimmungen bla 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 bla. Also das ist jetzt einfach bloß die der Vertrag, ne? Also brauchen wir jetzt nicht. Alles gut. Nehmen wir mit. Wir sollen wahrscheinlich jetzt hier rausgehen. Versperrt. Auf jeden Fall, das ist ja nicht, dass unsere Laterne ausgeht. Oh, der ist jetzt umgekippt. Können wir auch nicht wegräumen. Das hier ist abgeschlossen. Keine Kerze, hier meine Kerze. Ist hier irgendwas? No. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Herrgott Sakra. Wenn da draußen einer ist, nimm die Scheiße und geh. Verschwind. Hey, what are you doing here? This is private property. The devil is he. Ja, wir machen jetzt mal das Fenster zu. Alter, ich hab das Fenster zugemacht. Warum habe ich jetzt schon Puls, Alter? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr weiter zu spielen. Ach, hör mir doch auf, Alter. Egal wer hier ist, ich habe eine Flasche. Zünd dich an. Mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden und gerade stehen wollen. Dabei war es, der nicht stillstehen konnte. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte. Wie man hier sieht. Ich habe danach einen ordentlichen Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Ja, Kenny, nicht nur du hast dich erschreckt. Meine Cappy war noch nie so eng und meine Hose noch nie so nass. Und das Schlimme, Kenny, ist, es wird noch viel besser. Will ich mich nicht umdrehen. Alter, ich hab so Angst. Ich weiß, warum ich diese Spiele meide.
So, wir waren jetzt hier. Hier ist nichts, also gehen wir wieder runter, weil da unten war ein Typ, ne? Den wollen wir ja von unserem Grundstück verscheuchen. Kollege? Where the hell did he go? Hey! You still here? I'd better take a look. Da, die Statue. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Hallo? Guten Tag. Sie befinden sich auf Privatgrundstück, ja? Ich werde die Stadt Stuttgart informieren, dass Sie hier eingedrungen sind, ohne meine Zustimmung. Ich erteile Ihnen hiermit Hausverbot und zeige Sie an. Mit freundlichen Grüßen, der Allmann. So, haben wir hier noch irgendwas? So, was erwartet uns hier denn? What the hell is this? Nehmen wir mit. Oh, eine Bratpfanne. Das ist. Boah, Digga. Egal wer jetzt kommt. I have a Bratpfanne. I put the Bratpfanne on your head. And your head is then flat. Was haben wir hier? So, wir müssen uns mal wieder ein bisschen beruhigen, ne? This terrible crime shocked the peaceful local community. The deputy sheriff called the unconfirmed man's death. John Norton had been missing the last few weeks. Das hier ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Die deutsche Übersetzung dieses Textes finden Sie da. Unter dem Text von Kenny. Also hier ist wohl an dieser friedlichen Gemeinde ein schlimmes Verbrechen passiert. Das hat schwer erschüttert. Er hat zum Gast vor. Der stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt es seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden, Brennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert. Ja. A gruesome murder? Das klingt doch mal vielversprechend. John Norton. Sounds familiar. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Ja. Möchte ich mich umdrehen? Oder möchte ich jetzt hier bleiben? Okay, da war nichts. Komm mit. Ich nehme mich mit. Klappspaten. Komm mit. Komm. Mann, einen Hammer kann ich auch mitnehmen. Mach gucken. Muss doch irgendwas mitnehmen können zum Werfen. Irgendwas. Bulle? Ah. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Ja, wir gehen nach Hause. Also vollkommen recht. Besser ist es. La 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 la. Hui. Ey, leck mich doch am Zuckerhut, Alter. Da steht einer. Um die Lampe nachzufüllen, öffne dein Inventar und suche nach einer Petroleumflasche. Hallo. Guten Tag. Benutzen.
Was macht der Typ da? Hallo? Hallo, Sie da? Parlez-vous français? Englisch? Artisch? Belsisch? Bonjour, du Babsup, komm jetzt raus. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als reinzugehen. Hallo, guten Tag. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Kollege. If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Ja. Also ich würde auch nicht mehr so. So, was muss ich jetzt machen? Außer in der Scheune wohnen. Kollege, Kollege, Kollege. €1,47 haben sich wirklich gelohnt. Hallo? Ist da wer? Ich bin der Hauseigentümer, guten Tag. Mein Name ist Dietmar. Dietmar Müller. Ich heiße nicht Dietmar. Es war gelogen, es tut mir leid. Mein Name ist Kenny. Ja, ich fackel die Bude ab. Leichter gesagt wie getan. Nicht so viel Petroleum dabei. Das Ding ist kaputt. Genauso wie der Chat ist auch kaputt. So, das ist jetzt mal. Ich klicke gerade so. Ja, so, sind wir wieder. Ich glaube, ich behalte die Figur jetzt einfach in den Händen. Obwohl, Nudelholz besser. Auf geht's mit dem Nudelholz. Hallo? Ah, ich kann die Tür nicht aufmachen mit dem Nudelholz. Scheißstuhl. Alter, ich. Es ist einfach so scheiße dunkel in dem Ding. Gänsehaut. Where did all this blood come from? Dear God. Oh nein, meine Petroleumlampe ist aus. Alter, jetzt liest du mir hier das ganze Buch vor, oder was? So, Petroleumlampe. Bisschen Blut hier auf dem Boden. Alter, Alter, das ist. Kann man das aufmachen? So. Ja, drei.
Oh, eins. We'll see if this is a good idea. Na, nein, Keller. Warum mache ich das? Warum nur? Scheiße. Ich muss erstmal auf dem Handy was gucken, kurz einen Moment. Ja. Ja, okay. Hallo? Hallo? Blödes Pferd. Lalalala. Bin hier nur zu Besuch. Nur zu Besuch. Lololo. Lololololo. Fragt mich halt auch, wie Leute wie hier das verspielte Gnu und so. Oder auch Kayayana sich das so oft antun können, ey. Hillside Inn ab jetzt geöffnet. Und da unten gibt es eine Überlagerung vom Text. Hätte davor aufs Klo gehen sollen. Petroleum. Wenn ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, sind wir jenseits von Eden. Ja, ich zocke nicht einmal Resident Evil. Oder Silent Hill. Also ich finde ja schon so Spiele wie, wo es so um Zombie-Apokalypsen geht, wo es halt wirklich so Schnetzelgemetzel, Gruselfaktor, Silent Hill, Alan Wake oder sowas, da kriege ich schon Albträume. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, wird langweilig auf meinem Kanal. Und ich bin ja erst ein Newcomer, ein Frischi. Und als Frischi sollte man sich auch mal ein bisschen einscheißen. Und ja, 1,47 Euro Instant Gaming, habe ich mir gedacht. Diese 1,47 Euro kann ich mich ruhig mal einpinkeln. Oder einscheißen. Oder. Maybe there's another way. Finde einen Seiteneingang. Hi, Kollege, na, alles klar? Schau mich nicht an. Jetzt ist die Lampe aus. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Finde einen Weg aus dem Keller. Davor machen wir uns erstmal die Petroleumlampe wieder voll. Kluck. So, jetzt müssen wir aus dem Keller. Weil hier ist. Wir müssen. I have to get in there. Ja. Whatever happened. I hope it's not my father's blood.
Wir sind noch im Keller. Und stehen auf, weil wir gerade noch in der Hocke waren. So. Sollen aus dem Keller raus. What the hell is that? Looks like roots? I need to get rid of them before I leave the basement. Ja, kaum haben wir weitergemacht, geht's weiter, ne? Hallo, guten Tag. He's upstairs. What does he want from me? Ja, fragen wir ihn doch einfach. Hallo? Hallo? Wo sind Sie? Sind Sie Freund oder Feind? Has someone gone through my briefcase? Ein Schlüssel. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn zu einem Ort mitgenommen habe, an dem ich das letzte Jahrzehnt meines Lebens verbracht habe. Ich weiß nicht einmal mehr, welchem Schloss er gehört. Finden wir es doch einfach heraus. Lalala. Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away! Ja. Bisschen runtergefallen, der Typ. Im alten Haus meiner Eltern, das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich je ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte. Als ich es las, lief mir ein eiskalter Schauder den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ob sich Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um Hirngespinste dieses Nicholas handelt. Finden wir es doch heraus. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Bin echt gespannt, was jetzt noch so kommt, ey. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. So, finde Emma im ersten Stock. Emma! Baby, where are you? Emma, wo bist du? Komm raus. Emma. Honey, you won't believe what I found. Sie, ja. Hey, Emma? Can you hear me? Emma? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement, and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Geh in den Keller. Ob das so eine gute Idee ist, in den Keller zu gehen, ist jetzt natürlich fraglich, aber... Fraglich? Frag nicht. Hat sich gern schon. What's her problem? She sounded like I took a piss on her mother's flower bed. I need a flashlight. It's so damn dark. Ich suche den Dachboden nach einer Taschenlampe. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Schatz, ich komme gleich wieder. Ich gehe auf den Dachboden.
wo ich ein mysteriöses Tagebuch gefunden habe. Taschenlampe. Ah, da. Überprüfe den Sicherungskasten im Keller. Jawohl. Wir sind, das muss man dazu sagen, natürlich ausgebildete Elektriker. Gehen jetzt in diesen Keller. Werden, selbstverständlich, die auch anmachen, oder wie sieht das aus hier? Hallo? Würde gern meine Taschenlampe benutzen. Nutze ich denn die Taschenlampe? Lampe anzünden. Wir haben aber nichts zum Anzünden. Wir haben eine Taschenlampe. Weichholz. Benutzen. Ja. Dann gehen wir doch mal wieder hoch. Leicht. Jetzt einfach mal in den Keller. Wird schon irgendwie... Ah. Mach das ja alleine an. Oder auch nicht, weil die Lampe nicht auch funktioniert. Einfach frei. For God's sake. Das war nicht fair. Hey, was geht, Pferdchen? Hatte ich, ja? This horse will haunt me in my dreams. So, wir besuchen einen Sicherungskasten. Jetzt ist ja. Lockt mich jetzt nichts mehr. Die Sachen vorhin waren ja schon mich abgehärtet. Where are the fuses? Hackebeil. Ah. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Den Schuppen neben dem Haus. Er sieht sehr zerbrechlich aus. Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Gehen wir mal zum Schuppen. Auf zum Schuppen. Alles nicht so gruselig. Alles helllichter Tag. Komm nicht zum Schuppen. Zwischen bloß Farbe. Damn, there are no fuses here. Of course. Mist. What the f- Hey, Kollege, reg dich nicht auf. What is this? Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. It looks fresh. Why would Emma bring my old stuff from the office here? Ah, komm, ja klar, das lösen wir jetzt alles. Natürlich. Natürlich. Quantenlokal. Ob wir den noch benutzen werden? So, war es das jetzt hier im Schuppen, oder? Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ah, ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ah. Hello there. Was kann das Teil? Das ist ein Dyson.
irgendein Staubsauger. The localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Quantenlokalisierer. Um das Gerät wegzulegen, ja. Der Lokalisierer erlaubt es dir, Spuren von elektromagnetischer Energie und Quantenenergie, Quantenwolken, aufzuspüren. Dieses Symbol zeigt an, dass du dich in der Nähe einer Quantenwolke befindest. Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. But, das ist ein Bildschirm, das ist ein bisschen... Die Indikatoren auf dem Bildschirm des Lokalisierers weisen dir den Weg zu... Aber ich sehe hier keine Quantenwolke. Da unten eine Prozentzahl, jetzt. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance to the nearby cloud. Entferne mich. Okay. Von der Sache immer näher. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. Oh, hey, was geht denn hier? Wende das Gerät, um eine Quantenwolke zu scannen. Alte linke Maustaste, drücke Leertaste, um fortzufahren. Check, check. The signal must be coming from this place. Now I just have to use the scanner on this cloud. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Was muss ich jetzt machen? Finde die Quantenwolke. Ja, komm ich doch grad. Ist er doch. Quantenwölkchen. Können wir jetzt den ganzen Wald entlang laufen? Oder wie sieht das aus? Muss ich in das Haus rein vielleicht? The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Oh? Muss ich hin? Darüber? I should use the pulse to make the quantum cloud visible, otherwise I won't see a thing. Sehe ich vielleicht in dieser Quantenwolke? Nein. I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Aufgrund ihrer Natur sind Quantenwolken instabil. Anomalien stören ihre Lesbarkeit. Du musst also zunächst alle Anomalien in deiner Umgebung finden und sie zerstören, um es dir leichter zu machen. Verwende, drücke rechte Maustaste. Du kannst Anomalien zerstören, indem du deinem Gerät eine MP-Ladung abführst. Halte linke Maustaste und lasse danach los, um eine MP-Ladung zu There's the anomaly.
Now I have to charge the localizer and hit it with a beam. That should do it. Time to stabilize the clock. Boom. Kehre zur Quantenwolke zurück, nachdem du sämtliche Anomalien zerstört hast. I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. Folge dem Lokalisierer. The localizer has detected a signal. That means another quantum cloud must be near. Hätte mir ein bisschen mehr Jumpscare erwartet. No point going there. Hier wird's weniger. Muss ich hier lang? Scheint so. Oh. I can't go any further. Maybe I could use the grappling hook I saw in the gazebo. Ich suche den Pavillon nach einem Seil. Den Pavillon nach einem Seil durchs. Das ist hier noch ein Pavillon. Dann haben wir hier ein Seil. Nehmen wir mit. I'll try to find more traces. War ich hier? Where could it lead to? What other secrets does this place hide? Hier muss ich nicht lang. Ja. Schade, dass der YouTube-Stream beendet wurde. Aber hey, kann ja nicht alles haben. Deshalb nehme ich es ja auf. So, was muss ich jetzt wegmachen? Hier machen. So. Wegstecken. Kann ich das Seil hier vielleicht irgendwie werfen oder? It must have went up from here. Mhm. Ups. Juhu. Das gehen wir wieder hoch. Ich hoffe ja, dass jetzt irgendwie mal noch ein bisschen Action kommt, weil das ist jetzt langweilig. The trail leads through that gate. I'll go check it out. Clearly drag something heavy through that gate. Damn, gate is closed. I need to look for a way around. Einen anderen Weg, ja. Weg mit dir. Some planks are loose. I'll try to break them out. Bin so stark. Komm, mach weg das Ding. Ups. Glitsche hier irgendwie rum. So. Rein mit dir ins Loch. So, jetzt sind wir hier. Was wird uns erwarten? Ein See. Ja, leer hast du um zu springen. Ich will aber nicht in den See springen. Ich will auch nicht. Was ist hier los?
The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Also die Hütte sieht aus, als wäre die mit Blut gestrichen worden. Bin echt mal gespannt, wie sich das Spiel jetzt noch so weiterentwickelt, weil vorhin im Keller unten, also als dieser Zeitsprung war, gab es echt Momente, wo ich mich fast eingeschifft habe. Auf dem anderen Kanal hat auch Kenny dann gesagt, da hat sich echt erschrocken. Aber, ja. It looks like something or someone is hanging in there. Is that? Fuck! This thing scared the shit out of me. Da habe ich mich jetzt nicht erschrocken. I'd better check what the localizers detected before I go in. Ja, komm raus mit dem Ding jetzt, komm. Mhm. Geht es auf? Nee. Weil es ist ein Knoten. Könnte man aufmachen. Irgendwas mit Anomalien soll ich machen, aber... Sollen welche sein? Kann ich... Das kann ich aufmachen? Nee, ist doch auch... Notet. Hm. Von hier komme ich ja. Nicht wie ein Messer, eine Schere. Wo ist die Anomalie? Vielleicht hier? Verstehe halt nicht, was der Apparillo von mir möchte. Komm mal nicht hoch. Okay. Ah, das ist eine Kiste. Ah. Jetzt aber. Ah. So. Sind wir hier drin? Hallo, Anomalie entdeckt. Ja, wo ist es? Da oben. Juhu. Juhu. Und doch nicht. Hallo? Die da oben? Bam! Multiple. Mir noch eine? Nein. Bam. Who is he? What did he hide here?
würde jetzt mal brennend interessieren, was jetzt hier noch kommt. Wann ist denn hier mal Backups weitergeht? So. Kann ich hier Schnibidi Schnappidi machen? Das ist gut. Ha! Machen wir hier drüben auch gleich. Schnibidi Schnapp. Vielleicht geht's dann auch endlich mal wieder schneller weiter hier. Jo. Guten Tag. Ich gehe eben Hausfriedensbruch, aber es ist mir vollkommen egal. Ich bin Forscher, ich bin Entwickler, ich bin irgendwas, ich bin Einbrecher. Abgeschlossen. Da haben wir wieder eine Leiter. Und wir treffen nicht, weil wir vollkommen unsportlich sind. Ah, schon wieder nicht. Yeah! Jetzt hab ich mich von meiner Leiter erschrocken. Gehen wir da hoch. So. Hier. Mhm. Interessant. Ja. Hm. Wuppdiwupp. Hallo. God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Was der da? Wait, that beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. Ja, ich muss hier hoch jetzt, ne? Ach, müssen wir eine Kiste hinstellen, oder? Oder irgendwas? Das nehmen wir mit, natürlich. Kommen so nicht hoch. Das heißt, wir müssen da irgendwie was hinstellen. Ja? Ja, es geht so nicht, ne? Es geht so nicht. Was kann ich denn hier nehmen? Was? Nein. Drücken. Machen. Aber wir sind stark. Mächtig. Stark. So, aber das darüber zu schleppen wird glaube ich nicht so das sein, was wegnehmen. Aber ich muss tatsächlich jetzt den einen der Balken da. Den Balken hoch, Kollege. Ach, du schaffst es, du. Stark. Ach komm. Nein. Jetzt die leider hoch. Ein Trauerspiel mit mir, ich sag's euch. Muss die Leiter hoch. Wie soll ich denn? Ich kann hier das nicht. Ach, schau. I could use that crate to reach the ladder and climb up. Yes. All right. Jetzt ist durch diese Balken im Weg.
weiß nicht, was anstrengender ist. Zu sehen. Oder auf zu warten, dass ein Jumpscare kommt oder ähnliches. Ja, komm. Blech. Ach, danke. Schneiden wir mal diesen komischen Lichter los. Die Schnabbidi. Da unten liegt der Matsch. Oh, this is sick. I think I'm gonna puke. Ich hab zu spät gedrückt. Ey, unsere Sicherung für den Keller. Ja, weitergehen. What's all this equipment? And why was it in... Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there is the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got the goddamn fuse. Bau die Sicherung wieder in den Sicherungskasten ein. Check, check. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Hab so das Gefühl, da spielt jemand böse Spielchen wieder uns. I remember back in the day, some twisted kids in the area played with the occult. But I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. Oh, wow. Just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Michael, was für meine Schritte? Oh. So, Emma, ich bin wieder zurück. Ich habe die Sicherung gefunden. Gehe jetzt wieder in den finsteren, dunklen Keller und erschrecke mich schon wieder vor dem Pferd. Jo, kann man mal machen. Aber nicht. Jo. The power's back on, I guess. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. And it's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Hey, da ist ein Stuhl im Weg. Gehen jetzt einfach hoch. Boom! Jesus, woman! You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Cool. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and a stew. Ta-da! Clever. Coca-Cola, let's see. Oh, Coca-Cola, no. Magic. Where do we start? Einige Zeit später. A box full of cash. A clash. Darling, do I really have Cousin? To you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? Ja, ich schau dir in die Augen. Ja. Reiche die Wand an. Das ist wirklich Horror. If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you from work yet? No.
And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even das ist so entspannt. Gives me the creeps. Oh. Unter. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Oh, second. Like what? Something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back. Without the constant feeling that you can't trust anyone. Not really. Besides, I can trust you, right? Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich müsste die ganze Wand streichen. Move that piece of furniture. There's something behind it. Something behind that. Oh God! Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Einige Tage später. Much days later. Oh, klingelt ein Telefon, man lässt sich gerne mal Zeit. It's probably from the office. So, wo ist das Telefon? Ah. Wo ist von Moll? Hello? Das Kackphone. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought... Maybe he was killed by bears or wolves. I better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. 3/4 of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress? He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck! On our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. There goes my vacation. The cipher machine is in the office. Verwende die Maschine im Büro. Use the machine in the Büro. But where's the Büro? Büro, Büro, wo ist die Büro? Das Schlafzimmer. Verschlossen. Da ich verschließe meine eigenen Türen in meinem eigenen Haus. Schlafzimmer. Noch ein Schlafzimmer. Wird denn hier geschlafen? Das Büro? Ne, es ist ein Wohnzimmer. Da ist ein Büro. Mal hier. To learn about the most cryptanalystic from around the board, you have to know the basics of code breaking yourself. Can you decode all the names we have hidden here? Numbers correspond to
Keine Ahnung. Ja, hier. Um mehr über die berühmtesten Grundlagen des Codeknackens meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Schlüssel, die wir hier versteckt haben, verschiedene Zahlen stehen. Und dann nutzen Sie Caesars Scheibe und lernen Sie die Genies der Kryptographie kennen. Bla 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 bla. So. Wir wollen ja jetzt extra mal, also mal hier Gas geben. Wir wollen ja ein bisschen Jumpscare oder so, ne? Wie vorhin. Ah, still warm. Emma knows how to get me on my feet. So, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Open the cover and place the cylinders. Easy. Position 1. Römisch 4 auf Position 2. Römisch 5. Und Römisch 1. Ja. Schließen Sie die Abdeckung. Stellen Sie die im Fenster rechts auf irgendeine Position. Ja, ja, es ist so viel. 10. Die sogenannte, öffnen Sie die Abdeckung und stecken Sie die Kabel hin. Leute, das ist doch, ich will doch spielen. E, Z, R, E. Schließe die Abdeckung. Fest, Passwort. Okay, das schreiben wir auch noch auf. F, L, U, P. So. Jetzt, ich mache jetzt einfach benutzen. Zurück. So, Kassette. Soll ich hier irgendeine Kassette? For starters, I need to open the top cover. Yes. Alright. To get inside, I need to open the top cover. To get in for starters, I need to open the top cover. Yes. So. I need to take the right cylinders from the table. Luckily, they're numbered. Oh. I need to remember that each cylinder goes into a specific position. Dann brauchen wir die. Ja? Dann die 5. Und dann die. Jetzt stellen wir das auf 2. 14. Kann ich so gar nicht. Ach, das muss ich. Zurück. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. Vielleicht da bloß in die andere Richtung. Hm. Ui, 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 ui. 14. 6. 22. Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. So, und jetzt muss ich das Passwort eingeben. Das war... Nee, muss ich hier. War das? Hallo? Right, now I just have to plug that in using the right order. A to F.
B-G-G-G-G-G-U-Z. R-T-T. That's it. Now I just need to enter the password. The password. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Cogs. E. T. F. U. U. Wo ist U? Wieder P. Where's P? Hm? Ah, ich bin so blind. Okay, it works. I can get down to it. So. Jetzt könnte langsam mal hier ein bisschen Jumpscare kommen. Ja, Rätsel überspringen, komm. Ich hab keine Zeit. Dabei. Now what? Check combinations 29 and 30. Okay, here we go. Wir wollen uns ja ein bisschen erschrecken. Still nothing. Fuck. Oh, was haben wir hier? This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. Ach komm. Wir wollen ja jetzt hier weiterkommen. Still nothing. Fuck. Hatten wir doch gerade. Warum ist es jetzt schon wieder? Das ist ein bisschen buggy. God, how long has this been here? Is this blood or just rust? This is what I think it is. Gut aus. More notes from Nicholas. Jetzt kann man sich noch einwandfrei rasieren, würde ich behaupten. It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost broke. Oh, ich glaube, es geht weiter. Der Zeitsprung. What is he doing in our house? Is he the one responsible for my father's disappearance? What if they're in the basement? No. Habe ich hier jetzt noch meinen Lampen? Not think of whose blood that was. Oh nee, das ist. Schau dich im Schlafzimmer deines Vaters um. Wo ist das Schlafzimmer deines Vaters? Da, wo ich runtergefallen bin? Hier? My head. You can't come in here! Hear me, you snot! You're not allowed here! What's wrong with me? They said it wouldn't happen again. They promised, dear God. What happened? Looks like a hurricane went through here. You are not alone. You are not alone. Someone is playing with me. Yes. So. Oh. Wir sind doch gerade. What the hell? I need to find another exit. Oh na, I need to find another exit. Eben und frei. Hier. J.H. Esch von M.L. Ja, okay. L. Muss ich weiter angucken. Waren also noch nicht fertig mit angucken, okay. Aber jetzt. Kann ich es jetzt behalten? Nicht? Soll ich es wegschmeißen?
Bumm. Hm? Hämmerchen? Loch? Gehen wir natürlich rein. Natürlich gehen wir da rein. Es kann uns auch nichts passieren in diesem Spiel. Okay. Okay. Kleine Ratten. Seht ihr das, was ich sehe? Ich weiß jetzt nicht, ob meine Einstellungen zu hell sind, aber. I feel like this house is trying to kill me. Muss ich jetzt echt sagen, das war. Just in case. I'd rather not kill anyone. Call of Duty kann kommen. Without ammo, it won't be much help. An Dietrich Werkzeug. Time to go to the basement and see what's behind that door. So, geh in den Keller. Natürlich, wir gehen gerne in den Keller. Keller ist schön. Keller ist toll. Im Keller kann nichts passieren. Das ist vollkommen. Scheint mir auch eine Rätselmünze aus. Wissen dann, oh, jetzt gehen wir wieder runter. So. Alles ist gut, alles ist toll. Freitag, 18. Oktober 1805. Gruppen und. Gruben und. Nicht Gruben. Gruben. Bei einer Explosion in der Caroline Mine, Blackstone, New Hampshire, kamen drei Bergarbeiter ums Leben. Laut Zeugenaussagen konnten die Erschütterungen selbst eine halbe Meile von der Mine entfernt wahrgenommen werden. Der Knall der Explosion wurde sogar in Gebäuden gehört, deren Fenster geschlossen waren. Es ist noch nichts über die Ursache der Explosion bekannt oder darüber, ob sie hätte verhindert werden können. Unser Reporter vor Ort versuchte erfolglos, die beiden Eigentümer der Mine zu kontaktieren. George Whitehead Pete Hood war nicht erreichbar. Jacob Hyde weigerte sich, eine Stellungnahme abzugeben. Sobald neue Details zu diesem Unglück ans Licht kommen, werden wir unsere Leser darüber informieren. Viel Spaß. So. Wuppdiwupp, jetzt gehen wir in den Keller. Weil der Keller ist so toll. So, was müssen wir jetzt machen? Bewege den Dietrich mit der Maus unter den Zylinder und anschließend nach oben und unten und Zylinder zu dem Ball, den Zylinder in der Nähe ziehen. Wer war das ja gar nicht? Hi. Guten Tag.
Ein Blick auf ihn genügt, um ich fühle mich wieder meine Kindheit zurückversetzt. Ein paar Jahre später brach ein blutiger Krieg aus und ich war auf einmal zu alt für derartiges Spielzeug. Ja. Klavier spielen? Nein, kann er nicht. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder auffüllen. So, den Spulmacher weg. Die Tür machen wir auf. So. Wir wollten in den Keller, ne? In den schönen, gut beleuchteten und ob nicht angsteinflößenden Keller. Ja, da wollen wir unbedingt hin. Tag. It can't be happening. It can't be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back? Ja, das, ich glaube, das war's jetzt mit dem. Finde einen Weg, die Metalltür zu öffnen. Ja, ich glaube, das war's jetzt auch mit den Jumpscares. Also, ich glaube, da kommt nichts mehr. Nein. War die Metalltür hier unten? Wo alles voll Blut ist, wo man natürlich gerne hingeht. Weil. Hier, die können wir öffnen. Zack. 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 Ah! Ein Einbrecher-Genie. Guten Tag. Bin von der allgemeinen Jumpscare-Aufsicht. Ich habe gehört, passierte gar nichts. I should be able to get into another room from here. Hier kommen wir durch. Dann müssen wir hier noch ein Brettchen wegmachen. Ah, da kommen wir jetzt. Jetzt kommen wir durch. Jetzt hier zu gucken. Leute, Leute, Leute. Alle, die nicht zusehen, ihr verpasst was. Was zum Fick? Must be another way. Also ich komme hier nicht durch. Shit, Alter. Komm ich geradeaus durch? Licht an hier, haben wir hier. Ach, guck an. Da haben wir doch diese eine Münze von vorhin. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal um. This is real. The blood. The metal rod. These are no phantoms. I haven't lost my mind. Not this time. It looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. There was a judge that used to come to our house. What was his name? Norton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How is that possible? And the other man? The one in the hat. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance.
macht, wenn die Tür offen gehen hier. Was ist mit uns passiert? How in the world did he get away? The judge is bleeding heavily. He will look for help. Das Gefühl, dass es dem echt nicht so gut geht. Hallo? Abgeschlossen? Immer noch? Okay, gut. Hier auch noch ein bisschen Blut? Oder geht's dir gut? Oh. Blood trail. I can use it to track him down. Der ist Sarah. Ah, der ist hier lang. Okay. Er ist rausgerannt. Und hier entlang. Over the bridge. There. He'll go to the inn. I thought it'd been closed many years ago. Maybe I could use it. Gib mir eine Knifte. Jack. Geht's euch an den Kragen? Gib dich zum Wirtshaus. He must have known. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. But he did nothing. He let him do it all! Kaboom! What? He's vanished into thin air. Tschüss! Was ist hier los? Wohin? Was zum Butterkeks, Alter? Wo muss ich denn hin? Verschwinde! Du Arschkeks, Alter, geh weg! Keep him away for a while. Muss hier hoch. He left me for dead. Was hat der für ein Problem, Junge? Lauf. Run. Okay. Easy. Easy. Da war er wieder. Hallo, Polish. Ich habe leider keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Okay, hier bin ich. Ja, hier als Munition. Komm und hol mich da. Bereit. Aha, reingelegt. Close your eyes. Close your chin. Wo muss ich denn hin? Da rein. Der will mir ans Leder, der Typ. Aber hey, nicht mit mir. This is useless. Ich spiel Call of Duty. Finally leave me alone. There's an inn not far from here. I better check that place. Munition. Na gut.
Alter, was ist hier los? Töten noch. Was zum Keks, Alter. Au! Diggi! Bleib mal ganz locker! Ich hab dir nichts getan! What the fuck? Ja, Bruder, was soll ich denn machen? Also, wenn wir jetzt nochmal rennen müssen, dann ist der Stream zu Ende. Okay, wir sind da. Das heißt, wir holen jetzt die Munition. Gehen da hoch. Und der will uns an die Wäsche. Der beeft hier so rum. Wir haben keine Moon. Wir schießen ihm in die Birne. Ah, Kollege, schau ab. Haben wir ihn? In your face, Kollege. Wie oft muss ich dir eine geben, ey? Komm. Ah. Wo ist er hin? Udi. Ihr habt dir nichts gedacht. Alter. So, Rülpskopf. Ja! In your face. Alter, das hab ich böse gemacht. Du blödes. Arsch, Keks, Gesicht. Echt mies drauf, der Typ. Ah! Wo ist er? Ah. Verrecke! Au! Wo muss ich, was muss ich? Kollege? What the fuck? Ist er jetzt hier? Wir geben hab ich's hier, du alter Sack, du. Betrete das Wirtshaus. Jawollo, jetzt sind alle weg. Hallo, guten Tag. Ich habe den bösen Dämon kaputt gemacht. Wie sieht's denn aus mit der Bier? Ne? I heard them. No, it's happening again. It can't be. Like father, kleiner, like son, kleiner, it is you that should have died then. Wo kommt denn her?
Okay. Eine Nachbarschaft, die man sich wünscht. Den mal in die Mülltonne rausgestellt, wenn Biomüll war und schon zack. What? How in the hell? So. Key. Jetzt wird es weiterhin zu einem langweiligen Teil kommen, in dem wir bloß herumlaufen werden, irgendwelche mysteriösen Rätsel lösen und so weiter und so fort. Und da ich jetzt schon ein Weilchen online bin, werde ich jetzt diesen Stream beenden und man sieht sich ein anderes Mal. Ich verspreche euch, ich werde dieses Spiel nicht eher anfassen, bevor ich wieder streame. Also, schaut auch das nächste Mal wieder rein. Beim Kanal. In diesem Sinne, pfui Spinne, macht's gut. Burrito, juhu. Ja, liebe Leute, das war jetzt der erste Teil von The Beast Inside. Es gab ein paar Probleme bezüglich der Hardware, Software etc. pp. Also der Stream war auf einmal unterbrochen, man hat nichts mehr gesehen. Die Aufnahme hat gestoppt und so weiter und so fort. Ich habe dann einfach mal weitergemacht und ja, auf jeden Fall tut's mir leid, wenn es zu Problemen gekommen ist, wenn ihr mit zugeschaut habt, als ich mich fast eingekackt habe. Aber hey, auf jeden Fall schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr öfters mal solche Spiele haben möchtet oder ja, macht Vorschläge, sagt was, ich mache es, also gehe ich mal davon aus. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, hinterlasst gerne ein Like und auch ein Abo, kommentiert fleißig und schaut auch mal bei Twitch vorbei oder auch bei meiner Kanalinfo, da findet ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht. In diesem Sinne, einen schönen Tag und auf Wiederloge.